So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. In 10 Wochen startet die Spiel 2023 in Essen. 473 Spiele sind momentan auf BoardGameGeek schon gelistet. Bis es losgeht, werden das noch locker dreimal so viele werden. Aber ich habe jetzt schon mal geguckt, welche Spiele aus dieser Liste interessieren mich, weil die irgendwas Besonderes haben. Das sind vielleicht gar nicht so die Mainstream-Titel, aber vielleicht ist es das Thema, die Mechanik oder irgendwas anderes, was mich da interessiert, weswegen ich neugierig drauf bin, weswegen ich sie gerne zumindest einmal ausprobieren, spielen möchte. Und das möchte ich einfach mit euch teilen. Vielleicht ist ja auch für euch was Interessantes dabei. Vielleicht habt ihr noch Anmerkungen von anderen spannenden Titeln. Dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und fangen wir doch einfach mal an. Und zwar geht's los mit 1902 Melees von Looping Games. Die haben ja auch immer wie diese Tiny Epic-Reihe kleine Schachteln, in denen da doch schon größere Spiele drin stecken. Sind meistens so Kennerspiele, die so eine Stunde bis 90 Minuten ungefähr dauern und auch meistens immer irgendeine kleine interessante Mechanik haben, irgendwas nochmal neu verknüpft haben und eben auch oftmals ein historisches Thema aufgreifen. Und hier ist es eben wirklich das Thema, das mich interessiert. Ich arbeite mittlerweile seit fast einem Vierteljahrhundert im Kino, habe mich auch sehr viel mit Filmgeschichte beschäftigt. Bevor ich mit dem Spielebloggen angefangen habe, hatte ich einen Filmblog, wo ich wirklich ganz, ganz viel über Filme geschrieben habe. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber da habe ich wirklich immer so Eindrücke, die ich hatte, wenn ich Filme geguckt habe, verarbeitet. Ich habe so, als ich angefangen habe zu studieren in den Semesterferien, wenn ich hier in Göttingen war, weil irgendwie Klausuren anstanden oder so, teilweise dann eben 2, 3, 4 Filme am Tag geguckt und die Klausuren waren trotzdem erfolgreich, aber da habe ich halt viel filmische Bildung nachgeholt und deswegen ist dieses Spiel auf jeden Fall auch in dieser Liste, weil ich halt weiß, der Verlag macht Spiele, die das Thema eigentlich immer ganz gut umsetzen, die eine spannende Mechanik haben. Das sind jetzt nie so die großen Dinger, die irgendwie überall auftauchen, wo auf einmal alle Leute sagen, hey, finde ich total toll. Aber wenn man irgendwie einen Bezug zu dem Thema hat, dann wird das Thema da meistens wirklich sehr gut umgesetzt. Und deswegen werde ich mir 1902 Melees auf jeden Fall auch angucken. Der Melees war so derjenige, der das Kino wirklich nach vorne gebracht hat in den Film. Er war einer der ersten, die sich mit Spezialeffekten auseinandergesetzt haben, irgendwie 10 doppelt gefilmt, aber mit einer Person, dann ohne eine Person, dann so beieinander gelegt, dass die Person ohne Kopf rumgelaufen ist oder ihren Kopf unterm Arm getragen hat. Und ne, damit hat er relativ viel rumexperimentiert. Der Film Die Reise zum Mond ist eines der bekanntesten Werke der Filmgeschichte, wenn man sich mit Filmhistorie auseinandersetzt. Und hier geht es halt darum, dass wir quasi Assistent von Melies sind und ihm dabei helfen müssen, diesen Film zu realisieren. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. So, dann Sky Team, ein kooperatives Spiel, bei dem wir Pilot und Co-Pilot spielen und wir Flugzeuge landen müssen. Wir sitzen auch wirklich nebeneinander am Tisch, haben hier zwischen uns quasi diese Anzeige des Cockpits, wo wir hier auch dann mal gucken, dass das Flugzeug möglichst stabil ist, wo irgendwelche Turbulenzen auftreten können, wo uns irgendwie noch ein Kaffee machen müssen, um unsere Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Wir haben verschiedene Flughäfen, wo wir landen können. Wir haben eine eingeschränkte Kommunikation, müssen aber trotzdem gut zusammenarbeiten, dürfen irgendwie alle paar tausend Meter Sinkflug dann wieder miteinander kommunizieren, unsere Aktionen absprechen. Und die Idee finde ich einfach super faszinierend, dass man hier nicht so eine komplette Flugsimulation hat, sondern wirklich halt diese Landung als Thema genommen hat und das dann eben in so einem, ja, 15 Minuten Zwei-Personen-Korbspiel umzusetzen versucht. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Es gibt schon so einen Beitrag von jemandem, der es auf einer Expo irgendwie Probe gespielt hat. Er meinte, absolut großartig. Da möchte ich mir sehr gerne selbst ein Bild von machen. Aber das werden wir auf jeden Fall von dem Spiel mitnehmen und dann hier spielen. Und dann können wir mal gucken, wie gut das funktioniert. So, dann weiß ich nicht, wie gut ihr das Universe kennt. Es gibt ja zum Beispiel das Spiel Onirim, ne, von 2010. Ein Solospiel, nur zusammen mit Freitag, eines so der ersten größeren, kleinen Solospiele. Und der Autor Shady Tobi, der hat noch mehr Spiele in diesem Universum gemacht, die eben auch immer alleine oder zu zweit spielbar sind, aber eigentlich sind das meinem Empfinden nach eigentlich immer eher Solo-Spiele und ich habe davon schon Castellion ausprobiert, obwohl das hier nur 6,9 hat, fand ich das wirklich richtig gut. Ich habe die auch alle aktuell hier. Ich habe bisher nur Castellion, Onirim und Nautilion ausprobiert. Nautilion fand ich dann tatsächlich ein bisschen schwächer, aber die hatten eigentlich alle, auch was ich mir so durchgelesen habe, interessante Konzepte, ein Artwork, das man mögen kann oder nicht. Ich mag das tatsächlich sehr gerne und ich muss die alle noch spielen. Also ich habe sowas wie Aerion noch da und hier Stellarion aus dem letzten Jahr habe ich auch da, was ja auch durchaus gute Bewertungen bekommen hat. Da könnt ihr auch gerne mal, wenn ihr die gespielt habt, schreibt mir in die Kommentare, welches also euer Favorit ist, wo ihr sagt, Ben, probier das mal als nächstes aus, das wird dir richtig gut gefallen. Und auch da gibt es jetzt ein neues Spiel, Cyberion, ne, das 2023er Universe-Spiel. Es soll auch, glaube ich, nur noch ein oder zwei Titel geben. Dann ist diese Reihe für den Autor abgeschlossen. Ich habe letztes Jahr auf der Spiel mit ihm unterhalten. Ich glaube, er kommt aus Belgien, spricht aber super gut Deutsch, war irgendwie erst Opernsänger und ganz viele Opern sind halt auf Deutsch. Deswegen hat er irgendwie dann auch Deutsch gelernt und war ein super nettes Gespräch. Er hat mir auch gleich alle Titel der Reihe mitgegeben. Die sind ja mittlerweile auch bei Hoch verfügbar. Hier
Hier weiß man noch gar nicht wirklich viel drüber, außer dass es ein Handmanagement-Spiel ist, ne, also kartengetrieben, was ich ja auch mal sehr, sehr gerne mag. Und da bin ich auf jeden Fall auch super neugierig drauf. Ich würde es gerne ausprobieren, aber ich möchte auch die ganzen anderen Spiele ausprobieren. Deswegen hoffe ich, dass ich die bis Essen nochmal auf den Tisch bekomme. Das ist auch mal schön, so Solo-Spiele kann man auch schön in so einem Chillout-Stream spielen. Aber da bin ich sehr gespannt. Es gibt noch gar nicht wirklich viele Informationen auf BoardGameGeek dazu, aber vielleicht wird sich der Schleier ja auch noch im Laufe der nächsten Tage und Wochen lüften, bis es dann losgeht in Essen. So, dann Kingdoms Rise and Fall Dorian. Das Spiel finde ich bisher sehr faszinierend. Das ist auf jeden Fall das größte Spiel, das ich hier in der Vorfreudeliste habe. Man braucht mindestens 3 Personen dafür. Das finde ich schon fast ein bisschen schade, aber es liegt auch so ein bisschen daran. Es ist erstmal ein Deckbauspiel, bei dem wir in so einem Fantasy-Setting sind. Das kann man sich hier einmal angucken. Wir rennen hier über diese Landkarte. Es gibt verschiedene Städte. Wir bauen uns quasi unseren Charakter, unser Deck, unsere Armee mit Karten und wir können dann halt uns auch gegenseitig angreifen. Aber eigentlich macht man immer eher so Angriffe auf irgendwelche Städte, belagert die, möchte dadurch irgendwelche Ruhmespunkte sammeln. Und das ist auch so ein bisschen anscheinend wie Cosmic Encounter, dass man eben auch als Mitspieler dann halt sagen kann, okay, du greifst da an, ja, ich mache da mal mit und zwar auf deiner Seite, dann kriegen wir irgendwie beide Ruhmpunkte. Oder ich gehe quasi auf die Seite eines Gegners und versuche, den zu unterstützen und dir irgendwie zu schaden und selbst irgendwie dann was zu bekommen. Und es hat auch so eine Mechanik, wo man auch selber festlegen kann, bis wie viel Ruhm man spielen will. Und dementsprechend kann das eine Stunde dauern, so die kurze Version. Oder man kann auch riesige, große, epische Szenarien spielen, wo man so 4, 5, 6 Stunden darin spielt. Es gibt da schon so ein paar Videos zu, weil es war ein Kickstarter, wo es noch ein paar Vorab-Exemplare gab. Ich bin mal gespannt, was daraus geworden ist. So ein bisschen Mage Knight-mäßig hat das auch, was zumindest von der Erklärung, die ich bisher gehört habe. Auch bei Mage Knight baue ich hier mehr meinen Charakter aus so einem Deck, wobei ich gar nicht weiß, ob man hier wirklich einfach den Charakter baut. Das sind, glaube ich, auch primär dann Kampfkarten. Das muss ich mir alles nochmal näher angucken. Aber alles in allem ein Spiel, wo ich sagen würde, hey, so ein Deckbau, Cosmic Encounter in so einem Fantasy-Setting mit irgendwie sich belagern, bekämpfen und diesen Kampf dann auch per Deckbaukarten spielen, das ist schon ein Konzept, das ich mir auf jeden Fall angucken möchte und ich will ja auch in diesem Jahr gar nicht so viele mega große Spiele mitnehmen, weil die, dann braucht man ein bisschen Zeit dafür, bis man die auf dem Tisch hat, bis man die gespielt hat, bis man die gelernt hat. Leider braucht man hier 3 Leute für, was natürlich dieses Cosmic Encounter Konzept wahrscheinlich kommen wird, wobei es wahrscheinlich am Ende gar nichts mit Cosmic Encounter zu tun hat, aber nach dem, was man so hört, ist das so eine Einordnung in die Richtung, könnte das dann eben gehen und ja, darin liegt das wahrscheinlich und ich hoffe, dass sie das hier auf den Tisch bekommen werden, ausführen können. Man kann es halt auch von 3 bis 6 Personen spielen, gerade sowas auch mit 6 Leuten könnte natürlich auch sehr spannend sein. Ich hoffe, dass wir es uns angucken, mal gucken, ob es überhaupt in Essen verfügbar sein wird oder ob sich das doch noch irgendwie verzögert, aber wir werden am Ball bleiben. Dann Archaeologic, ein Spiel von Joan Levitt oder wie auch immer man ihn ausspricht. Das ist derjenige, der auch Turing Machine gemacht hat und ihr ahnt schon, es ist ein Logik-Deduktionsspiel. Turing Machine ist ja wirklich nur so eine reine Matheaufgabe, die mich überhaupt nicht interessiert hat, wo ich gesagt habe, okay, es könnte in der Spieleburg vorne bei den Solo-Puzzlen stehen. Das ist halt ein Spiel, da brauche ich nicht irgendwie mehr Personen für, weil alle nur ein bisschen nachdenken. Man hat das eigentlich immer so nach 2, 3 Abfragen dann auch raus und den Code geknackt. Fand ich nicht so wirklich spannend, aber da gehen die Geschmäcker auf jeden Fall auseinander. Ich hoffe, dass das, man weiß es nicht, ne? Es hat ja auch so Scheiben drin, das sieht ein bisschen aus wie bei Tiwanaku. Ich hoffe, dass es natürlich ein bisschen mehr in Richtung die Suche nach Planet X geht, aber das hier kann man auch nicht unbegrenzt wieder spielen. Es gibt ja irgendwie diese Scheiben, die man irgendwie dekodieren muss, wo man dann wahrscheinlich irgendwelche Fragen stellen kann oder irgendwas da einprogrammieren kann. Ihr seht das hier schon, man hat hier so eine Auslage und man kann scheinbar dann diese Gebäude, die man da ausbuddelt, da irgendwie anordnen, kann dann überprüfen, ob das, was man da hingelegt hat, richtig ist oder nicht. Also vielleicht auch so eine Art Schiffe versenken mit noch ein bisschen mehr Logikaspekt dahinter. Sagt, es gibt auf BoardGameGeek noch gar nicht so viele Infos dazu, aber bei so Logik-Deduktionsspielen, gerade wenn sie noch so ein spannendes Thema haben, bin ich ja eigentlich immer dabei. Tiwanaku hat mir auch sehr gut gefallen, Suche nach Planet X fand ich super toll, Cryptid fand ich auch echt gut, Turing Machine ist so das Einzige, was da bisher so ein bisschen rausgefallen ist, aber vielleicht kann der Autor ja auch einfach zeigen, dass er es ein bisschen besser für mich persönlich kann, von daher werde ich mir das hoffentlich auch angucken können. So, Jekyll und Hyde hat ja schon den Community Award als bestes 2-Personen-Spiel des Jahrgangs gewonnen, also ein Spiel, das bei euch super beliebt ist und da wird es eine neue Version von geben und zwar eine kooperative Variante, wo wir jetzt gemeinsam gegen das Spiel spielen. Es ist Story-basiert, also hat verschiedene Szenarien, die man durchspielen muss, um das Spiel dann zu verenden, aber auch hier dauert das halt immer nur 20 Minuten. Wenn man hier mal reinguckt, sieht man auch wieder, okay, es hat wieder hier irgendwie Karten, Trümpfe, Stiche, die man ausspielen muss, auch wieder mit so einer Leiste, wo die
die Figur lang geht. Das ist jetzt eben Jekyll und Hyde gegen Scotland Yard. Das würde ich einfach mal mutmaßen, dass wieder beide Spieler in die Rolle der gleichen Person schlüpfen, aber man jetzt eben Scotland Yard als quasi Gegner hat, gegen den man spielen muss. Aber auch hier gibt es noch gar nicht so wirklich viele Infos. Hier wird schon gesagt, ne, any more information. Es gibt auch keine Anleitung dazu, aber auch da bin ich schon in Kontakt mit dem deutschen Publisher, Nice Publishing Games, und das werde ich hoffentlich vor der Messe auch schon bekommen können, euch dann zeigen können, und dann gucken wir mal, ob das genauso faszinierend und spannend ist wie Jekyll vs. Hyde, ob das vielleicht sogar noch die bessere Variante ist. Bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf. So, und dann hat es doch auch ein Mainstream-Titel in diese Liste geschafft, die nächste Erweiterung für die verlorenen Ruinen von Arnak, die daraus einfach für ein oder zwei Personen, also für zwei dann, ein Koop-Spiel macht, und das finde ich super spannend. Ich habe das jetzt erst vor 2 Wochen wieder gespielt, war Donnerstagabend in der Spieleburg, habe da 2 Mädels erst Tipperary erklärt und danach wollten die auch was Größeres spielen, wo ich meinte, okay, versuchen wir mal Verlorene Ruinen von Arnak, und das hat super gut funktioniert, hat mega viel Spaß gemacht. Ich bin zwar mit Abstand Letzter geworden, sprich dafür, dass ich es gut erklärt habe, aber es ist einfach ein wunderschönes Spiel, das mir wirklich richtig gut gefällt, auch in der Grundversion schon. Die Erweiterung macht es dann eben noch toller, aber das Ding dann eben kooperativ spielen zu können. Ihr wisst ja, ich bin großer Fan davon, dass es für Eurogames Koop-Erweiterung gibt oder gleich richtige, ne, Koop-Eurogames. Davon gibt es noch viel, viel, viel zu wenige. Und dann beim Spiel, das ich so sehr mag, wie die Verlorenen Ruinen von Arnak, und wenn es dann für ein Spiel, das ich so sehr mag, wie die Verlorenen Ruinen von Arnak, eben auch eine Koop-Version gibt, dann bin ich natürlich auch mega gespannt drauf. Da gibt es hier sogar schon ein paar Informationen zu, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Werde ich auch, glaube ich, nicht. Ich werde das Ding einfach mitnehmen und mich dann überraschen lassen. Das kann nur gut werden. Und das waren so die Titel, auf die ich mich gerade sehr freue, auf die ich super neugierig bin. Wie gesagt, viele große Mainstream-Titel, die ganz oben in der Hitliste sind, sowas wie irgendwie das Weiße Schloss oder so, das wird hier auch auf dem Tisch landen, das werde ich wahrscheinlich auch schon vor der Spiel spielen können, und es ist Cosmos, da kommen ja die Spiele manchmal, ne, wenn sie rechtzeitig da sind, durchaus auch schon irgendwie 3-4 Wochen vor der Spiel in den Handel, also könnt ihr dann vielleicht auch schon mal einen Blick drauf werfen. Wie gesagt, es werden noch einige Neuheiten vor der Spiel hier ankommen, die werden wir natürlich dann spielen, sofern wir das schaffen, zumindest einen Livestream dazu machen. Wir werden diese Listen noch genauer durchgucken, Karl, Flo und ich werden jeweils so unsere absoluten Top 10 Hype-Titel natürlich vorstellen. Wir werden auch gucken bei den Expertenspielen, was ihr euch da angucken solltet, bei den Koop-Spielen, bei den Solo-Spielen, dass ihr da einfach für euren Geschmack dann die passenden, ja, Empfehlungen bekommt von Titeln, die man sich mal angucken kann. Wir werden noch vorher ein Video machen mit allen Spielen, die auf der Spiel erscheinen werden, die wir schon spielen konnten. Das werden auch durchaus einige sein. Und ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, was da noch so alles erscheinen wird in den nächsten Wochen. Es wird wie immer natürlich auch ein paar Überraschungen geben von Verlagen, wo es auf einmal heißt, hier der neue Pfister oder doch noch ein neuer Rosenberg. Und oder auch nicht, aber es bleibt immer spannend. Verlage haben da durchaus unterschiedliches Marketing. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Schaut gerne morgen wieder rein ins nächste Video. Macht's gut, bis bald und tschüss. Thank you.